Hallo und herzlich willkommen im Mummercamp-Kanal. Wie ihr wisst, befinden wir uns aktuell auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf. Ja, es gibt auch exotische Hersteller, die wir in Europa, in Deutschland beziehungsweise gar nicht mehr so oder überhaupt nicht kennen. Wir haben hier einen Hersteller aus China, der uns wirklich begeistert hat mit den Wohnmobilen, die sie hier ausstellen. Dazu haben wir einen Mitarbeiter der Firma mit hier im Interview, der uns ein paar Fragen beantwortet. Seid mal gespannt. Ja, wo werden die Fahrzeuge gebaut? Hallo, hi, guten Morgen, guten Tag würde ich sagen. Also das Auto ist so quasi herkommt in China verbaut, aber das Problem ist ja, also weil China mega groß ist, deswegen unterschiedliche Bauteile kommen quasi ja aus unterschiedlichen Provinzen und Provinzen kann man ja aus unterschiedlichen chinesischen Bundesland verstehen. Ja. Das heißt, manche Provinzen, also steht so quasi Stahl oder die Karosseriematerial her und die andere wird quasi die Innenausstattung, die Elektrogeräte oder halt diese Verkleidung, dieser Holzmaterial. Also quasi dafür verantwortlich sind, je nachdem und quasi, also letztendlich in Zhejiang Provinz, wisst ihr, ist so quasi genau die Adresse, wo man auf die Zettel finden, nämlich, also diese Didel, wie? Also wir sind hier bei der Marke, die ist Didel, genau. RV, und wie heißt das Modell hier, dieses, wie heißt das Auto, also welchen Namen hat also das? Also dieser Modell ist genau hier auf die Zettel, also Carbonic Liner 78. 78. Okay. Genau. Den Namen, wollen Sie sonst irgendwelche Fragen stellen? Ja, wie lang ist das Fahrzeug? Also genau wie dem Namen, der hat so quasi insgesamt 7840 mm beträgt. Ja, okay. Und welche kann man ja sagen, ungefähr 7,8 Meter. Okay. Und welches Gewicht hat das Fahrzeug? Und das Gewicht hat, muss man sagen, schon über 7 Tonnen. Und wie viel Zuladung lässt das Fahrzeug dann zu? Also wie viel kann man mitnehmen in dem Fahrzeug? Das ist eigentlich eine gute Frage, weil ehrlich gesagt, was das Auto kann, ist ja quasi eher eine maschinenbauliche, also eine maschinenbauabhängige oder halt eine technische abhängige Lösung halt, aber von den Restlinien hier bei unterschiedlichen Ländern oder allgemein in Europa gibt es so vielleicht eine gesetzliche Anforderung, okay, dass man nicht über bestimmte Gewicht kommt, ne? Ja. Ja, überschritten. Ja. Aber bei uns, also um diese quasi Gewichtsprobleme also zu beseitigen, haben wir das Auto alle diese Verkleidungen um die ganze Karosserie quasi auf diese hochwertige Carbonfaser ersetzt, damit das Auto so quasi nur ein Drittel von der Original Alu- okay, oder Stahlwerkstoff, damit der so quasi mehr Reservoir oder würde ich sagen Redundanz quasi, ja, in diese nutzbare Gewicht oder Tragfähigkeit, ja, also umgewandelt und richtig ausgenutzt werden. Das heißt, die Hülle ist aus Carbon und die tragenden Teile oder aus was besteht die Außenhülle? Also außen das Fahrzeug? Das wäre eine super tolle Frage. Also gib mir bitte 5 Sekunden, würde ich ein ganz gutes Beispiel also mitnehmen. Ja. Das, ja, genau. So, jetzt haben wir hier die Außenhaut von dem Fahrzeug. Also man sieht es hier, die Schichten. Ne? Genau, also das ist ja eigentlich ein abgeschnittenes Beispiel dafür. Kann man ja sehen, das ist eine ganz schön, also quasi, man nennt das so quasi eine großbotanische Rennsportgrill. Also kann man ja vielleicht nicht so ganz gut sehen wegen den Lichtbedingungen, aber das, ja, ist halt eine dunkle Grill und so quasi mit dieser Carbonfaser. Ja, sieht so, also ein bisschen metallic so aus, genau, ne? Genau. Ja. Und dann, also von der Seite hier kann man ja erkennen, das ist so gesehen, also von technisch her, also eine Sandwich-Aufbau, dass, ja, die eigentlich aus mehreren Beschichtungen sich, also besteht, ja, und das ist eigentlich immer zusammengeklebt und zwischen jeder Beschichtung gibt es so quasi diese ganz gut Klebstoff inzwischen, ja, okay, das ist so quasi erstmal für eine gute Wärmedämpfung, das heißt in diesem Raum vom Fahrzeug kann ja gut immer in der Isothermbedingungen so quasi schön behalten werden. Und also das heißt dann, auch das Fahrzeug im Winter ist sehr gut, genau, isoliert. Und man nicht kriegt nur, das sehr leicht beheizt, ne? Genau, also das ist nicht nur im Winter, sondern im Sommer ist das quasi auch wegen der Arbeitswirkungsgrad von, ja, der Klimaanlage, ja, wie Sie hier vielleicht drüben also sehen könnte. Also hinten dem, also das ist eine Splitanlage, oder? Genau, das ist eigentlich eine Klimaanlage. Wenn Sie hier einmal kurz filmen, ja, also diese Zahl ist so quasi genau dem Bildschirm von Klimaanlage, welcher zeigt quasi die Arbeitsmodell und aktuelle Temperatur von Klimaanlage. Ah, okay.
Und das ist so quasi schön da hinten versteckt. Zuerst, das ist quasi wegen dieser optische, ja, wie soll ich sagen, optisches Stil, Design, die, so, ne? Genau, die passt also zusammen überein schön gut. Und außerdem gibt es so quasi auch so eine kleine, also so eine kleine Luftführung, ja, damit die Luft so quasi halt nicht genau gegen dem Gesicht oder, ja, halt sensibel, also Körperteil von der Passage, also gegen Pusten. Also es wäre, mhm, ja, eine Optimierung, würde ich ja sagen. Okay, wie sieht das aus, Schlafplätze? Ich habe hier ein Dach für zwei Personen. Kann man hier auch schlafen noch? Und hinten sind nochmal für zwei, ne? Wie viele Personen können hier schlafen? Zuerst würde ich sagen, also die Anzahl, wofür man davon schlafen kann, ist da quasi erstmal auch mit, also nach unserer europäischen Restlinien, kommt quasi auch darauf an, wie viele Personen, die quasi die schön drin, also besitzen und in dieser Fahrtrichtung und quasi mit Sicherheitsgurte, also quasi schön angeschnallt ist. Deswegen, ja, würde ich sagen, dieses Modell ist so quasi, es basiert auf chinesischer Restlinien, deswegen hier gibt es noch Einschnallgurten, aber würde ich sagen, vier Schlafplätze, dementsprechend, okay, vier Sitzplätze. Aber wie diese genaue Ausstattung aussieht. Nein, alles gut. Aber das, was ich so entnommen habe, ist ja vier Schlafplätze. Wenn das nach europäischem Standard ist, vielleicht noch hier ein Notschlafplatz. Genau. Dann könnte noch ein Kind schlafen, genau, vielleicht. Was kannst du uns sagen zur Toilette und Bad? Wie ist das? Boah, das ist eigentlich ganz schön interessant. Das ist sogar mein Lieblingsteil. Also hier sieht man so quasi ganz diese Steinoberfläche. Ja. Also sieht ganz schön aus und das nicht so schmutzanfällig. Kann man immer also schön sauber bleiben und kann man ja schön verwenden. Und hier ist, so würde ich das nennen, einen Doppelgleitlageraufbau, ja, dass man eigentlich am besten von innen das also zumachen. Ja. Also hier nimmt man also diese Griff und wenn man halt so ziehen, ja, wird das so schön also zugemacht werden. Ja, wunderbar. Und wie viel Liter Wasser kann das Fahrzeug transportieren? Mit wie viel Frischwasser kann man also hier mitnehmen? Würde ich sagen, es kommt auf Ausstattung, aber ungefähr von 350 Liter bis 500 Liter. So viel? Jo. Ja, wunderbar. Das ist quasi genau das Gewicht, was wir vorher quasi drüber gesprochen haben. Ja. Das Gewicht wird gespart durch diesen Ansatz von Carbonfaser aus dem Material. Und wie viel Abwasser passt hier in den Tank? Also das würde gebrauchte ich sagen, Wasser? Auch so gegen ein Niveau von 100 Liter, also 98 ungefähr. Okay, aber ist dann ja weniger als das frische Wasser, ne? Genau, also in Deutschland ist es ja immer lieber so, lieber mehr Abwasser als Frischwasser, damit alles in den Tank passt, ne? Genau, also das ist, würde ich sagen, das Auto ist quasi noch ein chinesisches Modell, das so quasi, okay, nach der Herstellungsphase direkt, also binnen 24 Tage kontinuierlich nach Deutschland gefahren ist. Deswegen haben wir noch keine lokale Anpassung gemacht. Alles gut. Das ist, ja, quasi nach unserer Bedingung oder halt. Ja. Weil ehrlich gesagt, in China haben wir alle Leitungswasser, also eher nicht dieses Trinkniveau erreicht. Deswegen, okay, bei uns ist quasi eher wichtiger, also Trinkwasser zu bekommen. Und unsere, okay, Infrastruktur, verstehe, ist so quasi erst nach wir also in diese WTO-Organisation teilgenommen haben, erstmal, ja, erneut. Deswegen sind ziemlich neu und so quasi ich verstehe, mit einer, ja, sehr gute Dichter so quasi verbaut. Kann, ja, man also überall auf chinesischer, also. Das heißt, hier ist auch eine Reinigung. Für Reinigung Wasser ist dann auch, glaube ich, hierbei. Habt ihr auch, ne? Wasserreinigung. Genau, also diese Wasser kann man entweder als Trinkwasser, also aus Duschen oder halt als Reinigung verwenden. Das, ja, kann man also quasi selber vernünftig anteilen. Wie sieht's aus mit Toilette? Oh, cool. Ich gehe da mal hier rein einmal. Ja. Das würde ich sagen. Die Tür ist zuerst erstmal ein Highlight, weil die Tür hat so genau eine passende Dimension oder halt eine Größe, dass man nicht nur als eine, also Zuschließtür, also für Toilette offensichtlich, ja, und dann danach kann man ja hier mit einer anderen Seite zuschließen. Ah, okay. Ein bisschen bedeutet. Also bei uns in Deutschland heißt das Raumbad. Mhm. Also wenn Sie mal gefragt werden, das ist Raumbad, heißt das. Ah, Raumbad. So wird es bei uns bezeichnet. Dass man die Dusche, Toilette und den Schlafbereich abriegelt und dann so zumacht, dann hat man einen Raum. Einen Raum und das nennt man cool. Das Raumbad. Das ist immer hast du was dazugelernt, ne? Ja, genau. Das ja, ist sehr schön. Zur Toilette. Magst du mal sagen, was ihr da so verbaut habt? Jo, das ist halt, Moment, ich muss die Tür erstmal zuschließen. Das ist was Besonderes. Also momentan steht das also überall noch auf Chinesisch drauf, aber das ist eigentlich eine Intelligenz-Toilette, würde ich sagen, das mit KI-Funktion drin verbaut. Gibt so noch eine Memory-Setting zum Beispiel,
wie viel Sekunde, also wie viel Wasserstärke, dass man so quasi noch bei Reinigung verwenden möchte. Ja. Also, das aber ist Keramiktoilette ist keine Kunststofftoilette, ne? Ja, das ist Keramik. Also mit Kunst, also ich würde sagen, das ist eine Kunststoffdecke drauf, das auf jeden Fall, aber Keramik. Ja, also super. Unten. Also das gibt so quasi spezifische Reinigung für Frauen. Also das Reinigung so quasi mit unterschiedlicher Stärke und Massenstrom. Ja. Also Wärme, also eine Sitzheizung, also Wassertemperatur, also nachts, also Nachtsbeleuchtungen und so weiter und so fort kann man alles einstellen. Also für elektrisch und automatisiert. Und wir filmen ja auch viele Wohnwagen und überwiegend ganz viele Wohnmobile. Und diese Stange hier, ne? Jetzt sag mir mal, ist die sogar beheizt? Magst du die mal runterklappen? Boah, das ist eine gute Frage. Ist jetzt nicht so wichtig, aber diese Stange lobe ich immer, wenn Wohnmobilhersteller die einbauen, weil es gibt Fenster, wir haben Heizung und in Deutschland viel Regen, kennst du ja auch, ne? Winter, nasse Klamotten, Jacke hier hinhängen, Heizung an, Fenster ein bisschen auf, dann trocknet das schnell. Ja, das ist quasi so ausgelegt, weil wir quasi vorher noch eine kleine, also Waschmaschine an einem, also an Küchentisch. Die kannst du uns gleich mal zeigen. Das ist interessant. Wollen wir mal die Küche uns angucken? Jojo, natürlich. Also. Ich sehe zumindest schon mal was von Siemens. Was mich, also das was mich aber, wundert, dass das von Siemens ist. Das ist aber keine Waschmaschine, sondern eine Spülmaschine. Ah, Geschirrspüler auch? Genau, Geschirrspüler. Ja, super. Ja, wie gesagt, also am Anfang, also unsere ursprüngliche Idee ist, dass man mit dem Fahrzeug quasi zumindest einen Monat bis zwei Monate lang verreisen kann. Deswegen haben wir so quasi alle Ausstattungen, was wir überhaupt also eingefahren oder aufgefahren können, also einfach verbaut, also vorintegriert, damit man alles unterwegs also schön. Warte mal, bevor du das magst du hier noch mal, das ist normale auch Keramik Waschspüle? Ja. Hier? Genau. Oder ist das Kunststoff? Also ich würde sagen, das kann man ja eigentlich nach Kunststoff. Ja, aber sehr sehr stabiles Kunststoff, ne? Also nicht irgendwas. Dann eine Kapselmaschine für Kaffee? Jo, das kann man ja eigentlich auch zurückschieben. Ah, super, da ist der Becher. Ne? Das kann man ja zurückschieben. Okay. Und da gibt es so quasi einen Schloss drin. Ja. Dann kommt das zurück mit vielleicht mehr Platz, so quasi mit dem Waschbecken. Okay. Und die Schränke oberhalb, was habt ihr euch da einfallen lassen? Was habt ihr da? Das ist eigentlich noch nicht genau klar definiert. Kann man einfach praktisch irgendwas eintun. Also quasi. Also nur als Tipp vielleicht mitnehmen. Also ihr habt hier Gummibänder. Und das ist momentan sehr nachgefragt. Also in vielen, vielen Nachfragen haben wir das gehabt. Im Badbereich Gummibänder reinmachen. Weil gerade im Bad kann man Duschgel, Parfüm und sowas sehr gut festmachen. Das ist eine super Sache, dass man das festmachen kann. Und das ist wahrscheinlich bei dem Schrank nochmal also genau dasselbe, oder? Was anderes. Also da drin gibt es so quasi nicht mehr, also so mehr Abstand, aber eher so quasi für unterschiedliche Fernbedienungen. Ja, super. Also quasi mit Stromanschluss. So mit guck mal da. Ja, genau da an der Seite so quasi. Die Stromversorgung für dieses Fernsehgerät kann man ja später vielleicht auch an dem Seite so eine PlayStation anschließen. So vielleicht ja auch einen Computer, also damit man so quasi so eine als Desktop-PC nutzen kann, ne? Oder halt einen Beamer, also das alles geht. Das ist alles, also wie Porsche, also wir machen so quasi wirklich, wir geben alle Freiheit zu den Kunden, also nach Kundenwunsch. Immer individuell. Wie sieht's aus mit dem Herd? Was habt ihr hier für einen Herd eingebaut? Ja, das ist eigentlich ein Gasherd. Ein ganz normaler Gasherd? Ja, ganz normaler. Ja, aber ist okay. Was will man mehr, ne? Sogar Tradford, ne? Ja, das ist halt eigentlich auch also frei wählbar, weil man hier unbedingt so quasi für eine elektrische Induktive, also Herd möchte. Das ist auch möglich, aber für eine langsteckige Reise ist das Gas natürlich, und Autarkie, ne? Ist besser. Genau. Und hier sind ganz normale Schubladen für Besteck und ähnliches, ne? Ja, kann man ja eigentlich auch je nach Kundeswunsch also bestellen. Zum Beispiel, dass man unterwegs keine diese große Topf findet, dann kann man ja quasi für 4 oder 5, also Fächer, aber so quasi mit ein bisschen kleiner Abstand ausstatten lassen. So, und jetzt noch ein Highlight. Waschmaschine hast du gesagt. Ihr habt hier eine Waschmaschine eingebaut. Das hier genau an der Seite und das ist sogar keine also authentische also Knopf, sondern einfach lange drücken, dann sollte das eigentlich geöffnet werden. Genau, einfach halten, dann diese Kondensatorknochen wird das quasi einfach direkt geöffnet. Also wie passt da rein? So 2 Kilo wahrscheinlich? 1,5 Kilo? Also das ist halt nur eine Demonstration, weil... Nee, alles gut, aber dann kann man ja später erwarten, dass das bestimmt so eine in diesem Bereich sein wird, ne? Mein Standpunkt wäre, also das ist eine Demonstration, um zu zeigen, weil alles gut, was möglich ist, ne? 7,8 Meter ist so quasi nicht unendlich lang. Es kommt dann drauf an. Aber alles da, ne? Also es ist wirklich alles da. Also mein Standpunkt ist da quasi,
wie viel also die Kunde möchte. Also mehr, also entspannender Freiplatz, ja, oder halt eher so mehr Praxis. Deswegen, ja, die Größe von dieser, also Waschmaschinen kann man ja eigentlich auch frei definieren. Im Prinzip alles kann man ja frei definieren. Ja. Zum Beispiel da drüben ist eine Mikrowelle, ja, aber wenn man da so quasi noch offen möchte, ist eigentlich auch möglich. Aber die Mikrowelle läuft dann auch über das Batteriepaket, ne? Unterwegs, jo, ne? Jo. Wir haben so quasi auf dem Auto quasi schon diese Generator mit dem Verbindungsmotor, die ist verbunden, das ist auf jeden Fall. Und dann Photovoltaik, also über 10 unterschiedliche Platten da drauf. Und okay, jedes kleine Stückchen bietet ja so quasi 135 Watt, ja, welche bietet das Auto so quasi ungefähr 21,5. Oh, das ist Watt wirklich eine wahnsinnige Leistung, ne? Ja, ja. Ja, gut, wollen wir uns das Fahrzeug machen? So, nochmal zum Basisfahrzeug. Mhm. Warum Iveco? Weil Iveco für euch verfügbar ist? Ich mach das kurz. Ja. Also erstmal, das ist halt, wir haben eigentlich auch unterschiedliche Fahrzeugteile. Zum Beispiel da vorne können Sie vielleicht sogar durch die Windscheibe also noch sehen, da vorne ist eine Ford. Ford, und das, ja, ist eine Iveco, würde ich sagen, auch nach Kundeswunsch. Weil bei uns in Deutschland haben wir das Auto an, wie soll ich das sagen, also an die Händler Wünsche und La Marco. Dem, okay. Der, ja, Händler heißt La Marco und alle so quasi von europäisches Emissionsrichtlinien oder technische, ja, Richtlinien, ja, wird quasi, ne, von La Marco so quasi, ja, angepasst. Das heißt, wann dann an der Zeit bieten wir quasi nur diese individuelle Lösung von Innenausstattung, okay, und alle, was die Kunden möchte und quasi von also diese Fahrzeug oder Antriebsteile ist eigentlich am unwichtigsten überhaupt. Deswegen, ja, wenn verstehe, der Kunde irgendwie nach einer anderen Marke oder halt eine andere Motorisierung oder Getriebebauform fragen, können wir auch so quasi ihr nach seid dann jederzeit möglich, das zu machen. Genau. Das dann zwei Fragen noch in Fernseher. Den kann man auch hochfahren wahrscheinlich. Ja, der genau, verschwindet auch, ne? Genau, das kann man ja hochfahren, damit, ja, man quasi hier bei dem Ofen besser, also wenn man diesen Ofen verwendet, hat quasi nicht den Bildschirm so viel beschädigt. Aber ich würde sagen, das, dass... Das ist Pfeiltaste, aber ist eigentlich was nicht anderes, so schlimm. Meine nächste Frage ist, was ist das Soundsystem richtig hier, also für den Fernseher? Also für Infinity und so quasi zwei Box, also eine da liegt und eine, ja, auf der anderen Seite. Ja. Und diese Sitz ist quasi ursprünglich für Zuschauer ausgelegt, deswegen hat man hier quasi, wenn man da sitzt, mit einer besseren Umgebung. Aber man kann sich hier auch so hinlegen wahrscheinlich, ne? Ja, quasi, ja, eine 3D, also Soundwirkung so gesehen. Ja, super, Surround also. Ja, magst du uns außen nochmal zeigen, das Fahrzeug? Ja. Ja, dann kommen wir mal zum Außenbereich des Fahrzeuges. Was hast du da Besonderes zu sagen? Also erstmal würde ich sagen, ich bin selber ein Maschinenbauer, deswegen alle von Maschinenbau abhängige Technik finde ich sehr interessant. Also das hier, Sie können erstmal drauf klopfen, von dieser Sound her. Und okay, wir gleich mal mit den Seiten. Okay. Das hier ist eine Carbonphase. Das auch Carbonfaser. Das heißt, so auch selbst da spart ihr Gewicht ein, genau, zur Gewichtsreduktion. Und dann im Vergleich zu der anderen Teil, also andere Körperteil des Fahrzeugs oder die rohen Teil, also hier diese sichtbare Carbonfaser. Ja. Und das sind wirklich nur ein paar Millimeter Stärke, ne? Also genau, das ist halt nur ein paar Millimeter Stärke und, ja, das ist sichtbar. Das ist so quasi, ja, super, das also super eine entscheidende Rolle, wo man Geld sparen kann. Das ist so quasi sogar eine Patenttechnik, dass man so quasi mit so dünn und mehr Flat, also mehr Formen kann auch, ne? Ja. Also Formen und Dicke kann man ja trotzdem, also quasi diese Verlauf, diese Kurvenverlauf, ja, von Carbonphase. Das hier sehen auch sogar, ne? Genau. Ja. Das ist eine Carbonphase, die also quasi, dass man hier diese Verlauf sehen kann. Ja. Und das ist hier vorne bei dieser Motorhaube, das ist so quasi Carbonphase, die man eigentlich nicht sehen kann. Okay. Also durch die Technik, also kann man ja. Ja, das sind doch bestimmt schon 20 Kilo Motorhaube alleine schon, oder? Ja, aber Hauptsache müsste ich mal sagen, den Preis. Weil man hat so quasi um ein ganzes Auto so eine Material möchte, so quasi nicht die sichtbare mit einem normalen Lack drauf. Ja. Das kann man ja vielleicht von über 20.000 Euro also sparen. Ah, okay. Ja, das ist wirklich eine Und das heißt, die gesamte, auch der Alkoven, bei uns, mhm, heißt das ja Alkoven, ne? Ich, mhm, weiß nicht, kennst du Alkoven, ne? Mhm. Das heißt, der Alkoven und der gesamte Seitenaufbau, Dach und Heck ist so gemacht wie die, mhm, die Seite. Okay? Genau. Was sind so die ersten Klappen hier, die ihr habt? Das hier würde ich sagen, so eine Erfüllungs-, also so ein paar Ventile kann man ja so. Frischwasserbefüllung, quasi, genau, oder? Und Außengasanschluss, ne? Genau, das ist so quasi je nach unterschiedlicher. Zum Kochen draußen, ne? Hier, fürs Kochen, zum, oder? Zum Kochen bin ich halt nicht ganz sicher. Ich glaube, okay, kann man draußen was essen. Weil, ja, sonst habe ich noch keine Ofen da gesehen. Da Ofen liegt vorne im Auto. Ah, okay. Ja. Was ist hier
Wofür ist das? Oh, gute Frage. Das kann man ja vielleicht... Ich würde sagen, das ist eigentlich auch frei definierbar. So, also, egal, dass man individuell braucht. Was abpacken kann. Ne? Aber warum hat man das denn gewählt, dass es hier eine Klappe ist? Und das ist ja... Das weißt, kannst du nicht genau sagen, ne? Ja, das ist halt... Wir haben einfach überall die mögliche öffnenbare Klappen so gemacht, damit so quasi für unterschiedliche Kundenwünsche auch so quasi später dann für draußen extra, mal genau, machen kann. Extra Ausstaffen hinzufügen können. Okay. Oh, jetzt will da jemand rein. Okay, ich habe gesehen, ihr habt Hubstützen verbaut. Mhm, genau. Das heißt auch mit Niveauregulierung, oder? Genau, Regulierung. Und wenn man sonst halt irgendwas ändern möchte für einen 7-Tonnen-Auto, ist das quasi schon ziemlich schwer, einen passenden Wagenhebel zu finden. Deswegen, ja, und kein Wackel, ne? Das ist ja auch so, ne? Nicht wackelt, ja. Ja, genau. Und wenn man also Reifen wechseln möchte, das ist auch mega praktisch. Das heißt, ich kann das sogar so weit anheben, dass das Rad in der Luft hängt. Genau. Ja, super. Heckgarage. Weißt du, wie viel Kilo wie man da reinparken kann? Kann man da ein Motorrad reinfahren? Also ja, ein Roller? Schon. Das ist, also so mein Chef ist sogar selber ein Motorradbegeisterer. Das, der meint, da passt zumindest eigentlich zwei Motorrad. Es kommt dann drauf an, wie groß diese Motorrad sind. Ja, so eher so kleine Roller, ne? So, ne? Ja, kleine Roller oder eine große. Ja. Und ihr habt hier Verzörösen, die kann ich rausnehmen, egal hinstecken, wo ich will, ne? Das ist so, ne? Genau, also. Alle diese Kleinigkeiten, wir haben quasi nur unsere ungefähr Dimension festgelegt. Ja, okay. Quasi, also wie viel Raum oder wie viele Räume können wir überhaupt von einer 7,8 Meter lang oder größer genau, was reinpasst, Auto anbieten können. Ne? Ja. Und alle drin diese Lücken oder halt diese Plätze zur Verfügung können wir immer so quasi nach unterschiedlichen Bedürfnissen noch nachgeben. Ja, okay, dann kommen wir mal zur Heckansicht. Jetzt sehe ich hier was Besonderes. Also wir haben hier ein Slide-Out. Also bei uns heißt das so Slide-Out. Das heißt, ich fahre das hier raus, um das Schlafzimmer zu vergrößern, oder? Mhm, genau. Das haben wir gerade, also im Innenraum, so quasi genau an der Tür so eine kleine Bildschirm. Drauf kann man ja drücken. Das ist so quasi eigentlich eine stufenlos einstellbare, also Slide-Out. Eine also von hinten und die andere von der Seite. Also von der linken Seite können Sie ja vielleicht besser von der Seite sehen. Ah, guck, jetzt habe ich... Also diese Sofabank, die wir gerade drauf gesessen haben, kann man auch so quasi nach außen sich bewegen. Das heißt, wir saßen eben schon draußen. Genau. Das hat man gar nicht so gesehen. Super, das ist ja... Also, das sind jetzt zwei Slide-Outs. Wir haben hier die große Heckgarage nochmal auf der anderen Seite. Was haben wir hier unter? Hier ist noch Lüftung, oder? Ja, Lüftung oder halt... Hier kann man das noch sehen. Das sieht wie eine große Ventilator aus. Das ist wahrscheinlich auch zur Kühlung und ähnliches, ne? Genau. Für Motortechnik wahrscheinlich auch, oder? Genau, also wie gesagt, das auch... Oder Wärmetauscher. Ja, also das kann alles sein, weil das ist eigentlich noch keine, also quasi festgelegte Bauform. Also wir haben drin gerade so noch diese Zetter oder diese kleine Beschüler. Da gibt es eine andere Version, dass wir quasi vorne diese... Noch vorne diese Toilette also verbaut und dann danach erstmal so quasi diese Kunde oder Schlafbereich. Daher also kann sein, diese innere Ausstattung auch ein bisschen anders und so quasi. Ist das denn euer Plan, nachher in den europäischen Markt zu gehen und sagen, okay, die Schweden, die Finnen, die Polen sagen, nee, wir wollen lieber so haben und so und ihr könnt dann individuell, du sagtest 24 Tage oder Transport ist 24 ja, Tage? Ja, also nee, das Auto ist alles ganz nicht nach neu. Also, ja, das ist ein ganz wenn man Konzept also über erst, ne? also Geburtstag über das Auto sprechen, das Auto ist so quasi in 27.07., also 2024 erst geboren. Deswegen ja, super. Ganz neu. Ja. Deswegen ist Fitness also ist quasi es eher ein Konzept. Genau, da ist noch alles, das ist noch ein Konzept. Okay, deswegen brauchen wir eigentlich auch über den Preis nicht sprechen. Aber meine Meinung ist... Würde ich sagen, coming soon steht das zumindest auf unserer Broschüre. Am Fürsten ist das quasi am Anfang von 2025 zur Verfügung in Europa. Aber wie schnell das geht, ist kaum. Die Frage ist, wie schnell bekommt ihr die Zulassung für den deutschen Markt? Genau. Also wie schnell wir Zulassung kriegen und wie schnell könnt also quasi die Händler das erledigen. Okay. Wir bieten quasi halt nur die Lösung und alle mögliche Ausstattungen, aber wie das genau in Europa geht, dann wir glauben, wir geben so quasi ja, die 26, Dinge zu vielleicht Anfang 27, ne? Genau, zu okay. Die richtige, also zu den authentischen Experten. Okay. Nämlich unsere, also zusammengearbeiteten Händler. Ja, okay. Ja, alles klar. Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank und wir sagen mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mhm.